Willkommen zu einem weiteren Film über V-Ray. Ich habe natürlich nicht die Finger davon lassen können und habe mal angefangen, diese Nationalgalerie richtig zu texturieren. Ich habe mich dabei auf meine Originaldatei bezogen und habe dann erstmal diese Materialien konvertiert, so wie ich das in dem ersten Video gezeigt habe. Dann habe ich aber irgendwie gewollt, dass ich das doch selber mache, und dann habe ich die Materialien selber zusammengebaut. Sie sehen gerade, dass es hier rendert. Es geht nicht so richtig mit Lichtgeschwindigkeit. Ich melde mich gleich wieder, wenn das fertig ist, und dann gehe ich mal mit Ihnen die Materialien durch, die Rendereinstellung und auch so ein paar abweichende Render-Voreinstellungen für einzelne Objekte, um sozusagen Renderzeit zu optimieren. Wo ich glaube, dass es so funktioniert wie in dem Cinema 4D-Renderer. Ja, das machen wir dann gleich. Ich melde mich sozusagen gleich wieder, wenn dieses Rendering fertig ist. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Die Szene ist zu Ende gerendert, 27 Minuten 33 Sekunden. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert als die Szene davor. Das liegt daran, dass es eine Spiegelung im Boden gibt. Das dauert natürlich länger. Ich zeige Ihnen mal diese andere Szene, die ist auch ein bisschen dunkler. Der Boden spiegelt nicht, die hatte 17 Minuten gerendert, diese hat jetzt 10 Minuten länger gerendert. Wie gesagt, die Renderzeiten sollte man nicht zu genau nehmen, weil alle möglichen Faktoren da eine Rolle spielen. Ich habe zum Beispiel hier währenddessen zwei Filmchen im QuickTime zusammengefügt. Also sollte man vielleicht lieber nicht machen, wenn man schnell rendern will. Aber ein bisschen länger darf es ruhig dauern, wenn es eine Spiegelung gibt. Also das ist jetzt jedenfalls einmal ein Ergebnis. Ich zeige Ihnen nochmal das, was ich da vorher hatte. Das ist natürlich verglichen damit ziemlich langweilig. Das waren ja meine ersten Versuche. Und jetzt habe ich Lust gehabt, wie ich schon eben gesagt hatte, dass ich mal die echten Materialien in Anführungsstrichen hier drauf mappe, so wie ich das kenne. Ein erster Versuch war ein bisschen zu dunkel. Auch das Metall ist ein bisschen zu grob. Ich habe dann also nochmal den Kachelfaktor ein bisschen kleiner gestellt. Und wie gesagt, wollte ich auch ganz gerne, dass es hier spiegelt. Der Marmor ist natürlich ein bisschen zu grün und das Holz glänzt ein bisschen sehr neu und das Metall von der Dachkonstruktion sieht auch nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, rustikal aus wie hier. Aber das ist jetzt ja auch erstmal egal. Wichtig war mir, dass ich zunächst mal in das Materialsystem von V-Ray so ein bisschen einsteige, auch in die Art und Weise, wie beleuchtet wird und so weiter. Wie dann die physikalische Kamera dazu helfen kann, dass es richtig zu sehen ist, etc. Und jetzt ist meine Idee, einfach mal mit Ihnen so ein paar Sachen hier durchzugehen in der Datei, wie das wohl alles so passiert ist. Zunächst einmal habe ich mir eine ganze Menge Materialien von der V-Ray-Materialseite runtergeladen und habe mir die dann angeguckt. Zum Beispiel das Glas ist einfach direkt von der Seite, auch der grüne Marmor, da habe ich auch gar nichts gemacht. Das Metall für die ganze Stahlkonstruktion an der Nationalgalerie ist auch heruntergeladen. Ich kann da mal kurz draufklicken, dann sehen Sie das hier. Das ist also das Material Black and Steel. Und andere Materialien habe ich aber durchaus selbst gemacht, wie zum Beispiel das hier, wo ich für den Fußboden eben diese Kacheltextur genommen habe, diese Granittextur, die ich ja selbst zusammengebaut habe aus Fotos der echten Granitplatten dieser Nationalgalerie, also wirklich ganz authentisch. Habe ich auch schon benutzt, mehrfach in meinen Büchern auch. Und habe ich jetzt hier auch genommen. Ich bleibe mal bei diesem Material. Wir haben also hier den Basisbereich, da haben wir Material Weight, was ist es, weiß ich immer noch nicht. Das muss ich noch rauskriegen, aber wir haben eine Spiegelungsebene oder einen Spiegelungskanal und einen Diffuse Layer, der einfach für die Aufnahme dieser Textur oder Bitmap-Grafik zuständig ist. Gucken wir uns den noch, zunächst mal an. Das ist also eigentlich so, wie man es kennt aus Cinema 4D auch. Sie haben hier die Möglichkeit, eine Textur einzuladen im obersten Bereich. Ich habe jetzt hier zusätzlich einen Filter genommen. Also auf der obersten Ebene liegt sozusagen nicht eine Bitmap-Grafik, sondern ein Filter. Das ist eigentlich jetzt ein Container für das Bild. Wenn ich nämlich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich, dass dann wiederum dort die echte Bitmap-Textur drin liegt, ein JPEG, also eine Bildtextur sozusagen, die ich mir über den Befehl Bildladen da reingeholt habe. Dieser Filtercontainer bietet mir die Möglichkeit, rudimentäre, wie soll ich sagen, Farbton-, Helligkeits- und Sättigungskorrekturen vorzunehmen. Das habe ich in diesem Fall gar nicht ausgenutzt, wie Sie sehen. Hier steht alles auf 0, Gamma ist auf 1, das sind alles die Standardwerte. Ich hatte das zwischenzeitlich mal heller machen müssen, aus irgendwelchen Gründen, habe dann aber gemerkt, dass es auch ohne das geht. Also, insofern brauche ich das eigentlich gar nicht, ja? Aber das trotzdem, nur damit Sie sehen, dass es eigentlich ganz ähnlich funktioniert wie im vertrauten Cinema 4D-Materialsystem. So, die Diffuse Layer Transparency Ebene, wenn man so will, habe ich gar nicht benutzt und die Diffuse Options habe ich auch nicht benutzt, beziehungsweise da habe ich also nichts geändert. Also, wenn man so will, wenn man das mal einklappen würde, würde man den einfachen Bereich sehen, den man auch aus
dem klassischen Renderer, Advanced Renderer kennt. Bei Reflection ist es eigentlich ganz ähnlich. Wir haben hier zunächst mal, obwohl, na, es ist eigentlich ein bisschen anders und nicht ähnlich. Ähnlich ist ja alles irgendwie, aber die Unterschiede sind dann doch bedeutsam. Ich habe jetzt hier also einen Spiegelungskanal, Reflection Layer, und da steht die Spiegelungsintensität zunächst mal auf 100%. Das ist natürlich merkwürdig, denn so stark spiegelte das ja gar nicht. Aber, und jetzt kommt eben dieser Layer Transparency, also das, was wir gerade bei dem Diffuse Layer auch hatten, eine sogenannte Transparenzebene. Damit kann man offensichtlich den eigentlichen Effekt, den da drüber liegt, den Spiegelungseffekt in diesem Fall, kann man sozusagen transparent schalten. Und das bedeutet dann, wenn ich hier Amount auf 100% stelle, dann sieht man von der Spiegelung gar nichts mehr. Die steht zwar hier auf 100%, aber 100% Transparenz dafür heißt, die ist unsichtbar. Umgedreht, wenn es hier auf 0% stehen würde, dann hätte ich dort eine maximale Spiegelung. Ja, also damit steuert man sozusagen die Deckkraft der Spiegelung auf dieses Spiegelungseffekts oder dieser Spiegelgrafik auf dem eigentlichen Materialkanal Diffuse Layer, also der das Bild zeigt. Da gibt es hier noch so ein paar Geschichten, die ich mal ausprobiert habe. Offensichtlich kann man einstellen, dass die Spiegelung über eine bestimmte Distanz abnimmt. Das weiß ich jetzt aber noch nicht genau, das vermute ich jetzt erstmal. Und die Distanz kann man dann einstellen. Hier steht normalerweise so ein tierischer Shoah-Wert, 1 Million oder 10 Millionen oder sowas. Ich habe dann mal damit rumgespielt. Also wenn man das auf 1 Meter stellt zum Beispiel, sieht man, die Spiegelung wird die ganz stark abgeschnitten. Also das ist ja auch irgendwie klar. Also wenn es so ist, wie ich vermute, dann nimmt die Spiegelung eben über diese Distanz ab. Und wenn die Distanz sehr klein ist, dann haben wir halt nicht die komplette Spiegelung, was dann zum Teil auch komisch aussieht. Ich habe es jetzt aber trotzdem mal benutzt und ich meine, dass es ein bisschen anders aussieht, als wenn ich es deaktiviert habe. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung. Will ich Ihnen auch nicht vorenthalten und auch nicht so tun, als wüsste ich schon alles. Fresnel habe ich diesmal nicht benutzt. Also, eigentlich eine einfache Sache, gell? So, und das sind eigentlich die beiden wichtigsten Kanäle und das war es auch schon. Die Art und Weise, wie das gekachelt ist, ist was anderes. Das wissen Sie ja schon. Das ist Quadermapping und dann habe ich lange rumprobiert. Das habe ich aber jetzt nicht hier gemacht. Das hatte ich schon in meiner Ursprungsdatei gelöst, das Rätsel, welchen Offset baue ich eigentlich und welche Kachelgröße, damit das realistisch ist. So, jetzt geht's weiter. Black and Steel. Auch da haben wir mehrere Kanäle. Ganz wichtig, der Bump-Kanal ist also zusätzlich da. Das ist ein Reliefkanal, der eine Reliefstruktur simuliert. Das wissen Sie ja schon. Und da gibt es auch in diesem Fall eine Bitmap-Textur, aber auch diese wiederum eingekapselt in einen Filter. Und da sieht man dann die Textur. Nein, es ist immer noch keine Textur. Dann ist es ein Ebenencontainer. Und wenn man da drauf klickt, sieht man eine Bitmap-Grafik. Das ist eben so ein wolkiges Ding. Das heißt Black and Stainless Steel Rust PSD. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwelche Ebenen. Ja, vielleicht gibt es einen Alpha-Kanal. Ist aber jetzt auch wurscht. Und das Ding steckt in einem Ebenencontainer drin, der allerdings hier überhaupt keine Rolle spielt, denn er wird nicht ausgenutzt. Es gibt weder Noises oder sonst was darüber gestapelt oder darunter gelegt ist und auch keine Bildkorrekturen. Also der Ebenencontainer ist eigentlich überflüssig an dieser Stelle. Es könnte auch direkt dort liegen, aber wir haben jetzt hier auch noch einen Filter und dieser Filter hat zum Beispiel hier minus 100% stehen, Sättigung. Ja, das heißt, die Farbe ist aus diesem ursprünglichen Bitmap-Bild vollkommen rausgenommen. Ich regel die Sättigung mal hoch, dann sehen Sie, dass es sich hier, müsste sich jetzt hier gleich verfärben. Ja, jetzt wird es hier farbig. Das wollte ich aber auch nicht, also lasse ich es auf minus 100%, also gar keine Farbe da drin. Die Helligkeit ist ein bisschen hoch geregelt, der Kontrast ist extrem hoch geregelt. Gamma ist auch ein bisschen mehr als normal. Also da hat jemand das Material, der das Material erstellt hat, ein paar Korrekturen sozusagen an dem ursprünglichen Bild vorgenommen. So, zurück, Specular Layer, also Glanzlichtkanal. Es gibt also ein bisschen Glanzlicht. Und das war es auch schon, wenn ich das hier richtig sehe. So, das Glanzlicht interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Das ist also eigentlich ein Material, was ich mehr oder weniger so übernommen habe. Diffuse Layer enthält wiederum ein Bild, eine Bilddatei. Die Bilddatei hatten wir hier im Reliefkanal auch schon, aber da macht sie ja keine, übermittelt sie ja keine Bildinformationen, sondern sorgt nur für den Reliefeffekt in Form dieses Bildes. Aber hier sehen wir dann sozusagen das eigentliche Bild und das ist wieder eingekapselt in einen Filter. Und wir haben dann hier eine gleiche Bilddatei, Black and Stainless Steel Rust PSD. Das ist übrigens im Bump-Kanal die Sättigung rausgeregelt, ist es richtig.
Reliefkanäle funktionieren, also scheinbar dieser hier auch, so, dass sie Schwarz-Weiß-Informationen auswerten bzw. Graustufen. Das hat also keinen Sinn, dass sie ein farbiges Bild in einen Reliefkanal reinstecken, weil das Programm die Farben sowieso in Graustufen umwandelt. Es ist also und diese dann verwendet. Es ist also sozusagen von vornherein besser, sie regeln die Farbigkeit daraus, dann können sie es auch besser verstehen, was dann später passieren wird. Und der Kontrast ist auch besonders hoch, damit die Reliefwirkung auch besonders stark wird. Ja. Übrigens, hier steht, dass die Reliefhöhe, also der simulierte Höhenunterschied, den es durch dieses Relief gibt, relativ klein ist. Ja. Dass da Minus vorsteht, hat nichts weiter zu bedeuten, als dass nicht der normale Algorithmus genommen wird, dass also Weiß nach oben steht und Schwarz nach unten oder umgedreht, das weiß ich jetzt noch nicht mal, sondern dass es genau umgedreht ist. Aber das ist jetzt absolut zweitrangig. Was ich Ihnen jetzt zeigen wollte, Moment, so, ist, dass die Diffuse Layer, da steckt also nochmal dieses Bild drin. Und auch da ist die Sättigung ein bisschen rausgeregelt, also nur noch die Hälfte der Farbe ist dabei, ein bisschen Farbe ist dabei. Die Helligkeit ist ein bisschen hochgeregelt, der Gamma-Wert ist ziemlich stark abgesenkt, damit es also relativ dunkel wirkt. Man muss immer darauf achten, wenn man Materialien in eine Datei reinkopiert, dass also auch die dazugehörigen Bitmap-Dateien immer da sind. Das heißt, es kann sein, dass Sie hier gar nichts sehen. Dann findet Cinema sozusagen oder meinetwegen der Advanced, der V-Ray Renderer findet dann sozusagen nicht die Bildinformationen, die ja normalerweise in einem Ordner daneben liegt, in einem Textordner, und da muss man das dann halt nochmal neu laden. Das musste ich jetzt zum Teil auch machen. Also da muss man immer sehr drauf achten. Gut, es gibt hier ein Video von mir zum Thema Material-Presets speichern, inklusive Bitmaps. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen, weil mir das also eine Menge Arbeit erspart, wenn man den Content-Browser benutzt, um dort Materialien dauerhaft abzulegen. So. Jetzt geht's weiter. Wir haben also relativ viel Stahl in dieser Datei. Jetzt kommt noch das Holz. Wie gesagt, mein Ehrgeiz war, dass ich das Materialsystem einfach schon mal benutze. Und in diesem Fall war es so, es gab ein Holzmaterial von der V-Ray-Seite. Das heißt praktischerweise nur V-Ray Advanced Material Wood. Also Wood ist aber auch nur die Ebene, also das heißt, hat eigentlich keinen besonders spezifischen Namen. Jedenfalls habe ich das genommen und habe aber im Diffuse Layer, also der die Bildinformation sozusagen trägt, habe ich die Textur ausgetauscht, da war irgendein anderes Holz drin. Und ich habe jetzt hier mein Wood JPEG reingeladen. So, das ist dann immer im Modus Multiply. Dann gibt es zwei Glanzlichtkanäle. Ja, die habe ich jetzt auch einfach so gelassen. Also die waren schon da, die habe ich einfach so gelassen. Ach, schauen wir mal, da habe ich jetzt hier noch eine Texturmap, die habe ich gar nicht beachtet. Die wird für das Glanzlicht benutzt. Die ist aber scheinbar auch gar nicht zu finden für das Material. Ist mir nicht weiter aufgefallen, weil das ganz hübsch aussieht, so wie ich es jetzt habe. Ist mir das also nicht aufgefallen. Also da sind noch Bilder versteckt, die jetzt auch gar nicht gefunden werden. Hier gibt es normales Glanzlicht und hier gibt es eben im zweiten Glanzlichtkanal gibt es eine Bitmap-Textur, die aber, wie gesagt, nicht zu sehen ist. Also da findet offensichtlich das Material die dazugehörige Bitmap-Textur nicht. So, Bump gibt es auch ein bisschen. Auch da gibt es ein Bitmap und deswegen habe ich nämlich auch kein Relief, weil es findet sozusagen gar keine Bitmap und deswegen gibt es es auch nicht. Könnte ich also auch gerade so gut abschalten. Aber so geht es halt, wenn man sich beeilt, um schnell was zu machen, kann man das auch mal übersehen. Sowieso finde ich, also sowohl bei V-Ray als auch bei Cinema 4D ist das System der Materialkanäle und der eingebauten Shader und vor allen Dingen der eingebauten Bitmap-Texturen so leicht unübersichtlich. Also wenn man lange damit arbeitet oder oft damit arbeitet, dann weiß man schon, wo alles so liegen könnte. Aber es ist immer ein ziemliches Gefrickel, man muss immer hoch und runter und dann muss man da wieder einsteigen und da gucken und dann in so einem Untershader gucken, ob da wieder eine Bitmap ist und so weiter und so fort. Also das ist sowieso so ein Thema für sich, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das auf Dauer extrem tödlich ist. Das gewöhnt man sich halt an und sucht dann da auch. So wie in der eigenen Wohnung, wo es ja auch nicht immer ganz ordentlich zugeht. So, beim Würfel habe ich diesen Marble, V-Ray Advanced Material. Und da gibt es einen Reliefkanal, der wiederum ein Bild enthält, dessen Sättigung auch wieder rausgeregelt ist. Okay. Glanzlicht gibt es auch, klar, ohne Ende. Diffuse Layer enthält das gleiche Bild. Dann gibt es noch ein Subsurface Scattering.
Das heißt, das Material wirkt dann so leicht transparent in der Oberfläche. Damit habe ich mich jetzt gar nicht beschäftigt. Dieses Material habe ich schlicht und ergreifend so genommen, wie es ist. Ich habe es nur richtig zugewiesen. Das heißt, ich habe Quadermapping benutzt und habe das auf die Größe dieses Kubus angepasst. Mehr habe ich nicht gemacht, deswegen kann ich jetzt zu dem Material gar nicht so viel sagen. Das ist jetzt das eine. Dann habe ich ja noch, also damit sind meine Materialien jetzt auch hier sozusagen mal ganz schnell erklärt. Dann habe ich hier noch ein Material gemacht, was nur diese kleinen runden Scheibchen da beleuchtet bzw. darstellen soll. Ich zeige Ihnen das nochmal. Da sieht man ja diese kleinen Scheiben. Das ist einfach nur ein Material, was weiß ist, beziehungsweise es hat einen Leuchtenkanal. Und dieser Luminosity Layer, der sorgt dafür, dass das immer weiß ist, egal wie hell es in dem Raum ist. Das heißt, das ist eigentlich alles, was ich wollte. Es trägt damit auch ein bisschen zur Beleuchtung bei, aber relativ wenig, wie man sieht, oder wie man vergleichen kann, wenn man es an und aus hat. Jedenfalls ist es immer weiß. Das ist also jetzt nichts Besonderes. Ja, ist auch nichts V-Ray-Spezifisches. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier den roten Faden nicht verliere. Ich habe also meinen Himmel, den hatte ich ja schon im ersten Video kurz erklärt. Das ist eine HDRI, ein HDRI-Material, also ein Material mit einem Leuchtenkanal, in das ein HDRI eingeladen ist. Das kann man hier auch wirklich sehen. Es findet also auch diese Textur und ist alles paletti. Und das leuchtet da so schön vor sich hin und kann meine Szene also beleuchten. Meine Kamera, die ich jetzt benutzt habe, hat 1600 ISO und Verschlusszeit und Blende sind so wie im ersten Beispiel. Ich musste also empfindlicher werden mit meiner Kamera, weil durch die Materialvergabe gegenüber dem Bild ohne die Texturen, also da hatten wir ja nur diese spiegelnde Textur, ich zeige Ihnen das nochmal hier, weißes spiegelndes Material und das wird ja auch gar nicht weiß dargestellt, wie man sieht. Also offensichtlich braucht man da weniger Licht oder eine geringere Empfindlichkeit als bei so einem Bild, wo die Texturen dann eben richtig Licht schlucken. Also braucht man da etwas mehr. Ja, deswegen habe ich das auch empfindlicher gemacht. Sonst habe ich da aber nichts verändert. Ich habe übrigens noch mein Lieblingstool, ist die Zoom-Kamera. Das heißt, ich kopiere mir immer dann die bestehende Kamera, die mir also mein Wunschbild zeigt sozusagen. Und die kopiere ich mir und dann kann ich dann immer hier über die altbewährten Cinema 4D-Werkzeuge die Bildgröße verändern. Je kleiner dieser Wert ist, desto größer ist der Bildausschnitt, beziehungsweise desto fokussierter ist der Bildausschnitt. Ja, ich kann das hier so verändern, dann sehen Sie das. Und das ist halt die gleiche Kamera, ne? Also die Kameraeinstellung selber ist ja überhaupt nicht verändert. Ich habe also die gleiche Brennweite, den gleichen Standpunkt, den gleichen Winkel. Alles ist gleich, nur der sichtbare Ausschnitt wird größer und kleiner und dadurch kann ich dann an Sachen ranzoomen und mit dem Film Offset X und Y kann ich das auch seitlich machen. Das heißt, ich kann also sehr schön Sachen in den Fokus holen, die ich gerade texturiere und die ich immer mal wieder sehen will, ohne dass ich an der, und zwar sehe ich das dann immer, ja, das ist eben wichtig, durch die eigentliche Kamera, nur dass ich eben scheinbar näher dran bin. Das heißt, ich sehe nicht irgendwelche Ecken, die ich hinterher nicht mehr sehe, sondern ich sehe genau das Gleiche, was ich durch diese Kamera sehe. Nur, dass die eben den richtigen Ausschnitt zeigt und die sozusagen einen Ausschnitt davon. So, aber das war jetzt ein kleiner Exkurs, der gar nicht zum Thema V-Ray gehört. Das ist ja was allgemeingültig sozusagen. Wie gesagt, da habe ich die Filmempfindlichkeit erhöht, sonst ist alles so geblieben. Dann nochmal ganz kurz zu den Rendervoreinstellungen. V-Ray Bridge ist klar. Und da habe ich ja gesagt, ich hätte gerne irgendwelche Presets, damit ich mir erstmal keinen Kopf machen muss über Bounces hier und Bounces dort und Ambient Occlusion und diesen ganzen Krimskrams. Ich habe einfach die Stefan Laub Universal Preset genommen, Very Fast, Very Good, immer noch. Mehr habe ich hier gar nicht gemacht, also Color Mapping gibt es gar nicht und so ein Zeug. Anti-Aliasing habe ich jetzt so gelassen, wie es dann ist, also hier habe ich gar nichts geändert. Okay. Bei den Rendervoreinstellungen hat sich also im Vergleich zum ersten Video nichts getan. Die Voreinstellung des Preset Very Fast, Very Good habe ich genommen und alles andere ist so geblieben. Jetzt geht's aber los. Wenn ich das alles mache, ja, und rendern lasse, ist mein Bild erst einmal viel zu dunkel. Man sieht auch beim Bildmanager, dass das erste Bild auch etwas zu dunkel war, wobei da vor allen Dingen die Decke zu dunkel ist, der Rest ist eigentlich ganz okay. Naja, der Boden ist auch dunkler, wobei der jetzt auch spiegelt.
Aber man merkt dann, dass es also trotzdem noch nicht optimal ist. Es gibt dann Bereiche, die wesentlich stärker abgedunkelt werden als andere. Also zum Beispiel das Holz hier sieht immer ganz gut aus, aber die Stahlkonstruktion da oben sieht halt nicht immer so gut aus, weil die halt wahnsinnig viel Licht absorbiert. Ja. Und diese Lichtabsorption führt dann eben dazu, dass dieses ganze GI da oben auch nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und dann sieht es halt da ziemlich schnell ziemlich duster aus. Jetzt kommt der Teil, ich hoffe, dass ich das richtig gemacht habe. Ja? Denn wie gesagt, bin ich ja noch nicht besonders lange drin in V-Ray. Mein Konzept ist zumindest so, wie ich es bisher aus dem Advanced Renderer kenne. Ich habe also eine Lichtquelle, an der möchte ich möglichst wenig verändern. Sowieso, wenn ich die Lichtquelle jetzt heller machen würde, würden ja bestimmte Bereiche dann auch zu hell werden. Siehe das Holz. Ja? Das heißt, ich habe genau eine Lichtquelle, überhaupt nur. Ja? Und diese eine Lichtquelle, die hat jetzt eine bestimmte Helligkeit und die ist eigentlich okay und die will ich auch so lassen. Ein zweiter wichtiger Aspekt bei der Beleuchtung der Gesamtszene ist die Kameraempfindlichkeit. Auch da habe ich eine Einstellung getroffen, die ich jetzt nicht mehr verändern möchte. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich bei einzelnen Objekten dieser Szene sagen kann, dass sie mehr GI empfangen, also mehr Licht bekommen und wahlweise auch, dass sie mehr GI produzieren, das heißt heller Licht abstrahlen, als sie es standardmäßig tun. Und das kann man über sogenannte Compositing Tags regeln. Das entspricht also im Prinzip ziemlich genau den Cinema 4D Advanced Renderer Tags. Ja, da gibt es ja auch die, wenn ich hier mal nachgucke, gibt es hier das sogenannte Render Tag. Das kann dann auch diese Dinge klären und das heißt auch schon, also dieses normale Cinema 4D Tag heißt ja auch auf Englisch Compositing und so heißt halt auch das passende V-Ray Bridge Tag, das heißt nämlich auch Compositing. Ja, und dieses Compositing Tag ist also dafür zuständig, wie dieses Objekt beim Rendern behandelt wird. Und da gibt es jetzt ein paar Abschnitte. Der wichtigste in diesem Fall ist Surface Properties. Und da können Sie sehen, da steht normalerweise Generate GI und Receive GI 1. Das heißt, das ist die Standardeinstellung und das heißt, ich könnte das Tag auch gerade so gut weglassen. Jetzt habe ich also eingestellt, dass für die Plattform, also für diesen Boden, die Helligkeitsaufnahme 5-mal so hoch ist wie normal. Das heißt, es wird dann heller. Ja, das war nämlich dann auch zu dunkel. Und die Helligkeit, die davon ausgeht, durch die Reflexion von Licht an dieser Plattformfläche, habe ich auf das Dreifache gestellt. Caustics interessieren mich nicht. Ich habe also jetzt sozusagen die Helligkeitswerte erhöht, sowohl für den Empfang von Helligkeit als auch für das Absenden oder Aussenden von Helligkeit. So, das muss man natürlich so ein bisschen ausprobieren, wie das dann so genau funktioniert, beziehungsweise was das dann für Folgen hat. Ich pendel mich da immer so ein. Ich stelle dann erstmal 10 ein zum Beispiel, ja, in diesem Fall, und gucke dann, wird es meistens viel zu hell. Dann kann man gucken, wie man sich irgendwo in der Mitte trifft. Übrigens, hier sind diese bekannten Sachen aus dem Render-Tag von Cinema. Also, dass man das für die Sichtbarkeit für die Kamera kann man abschalten, sodass es also nur wirkt, aber nicht zu sehen ist. Das wäre natürlich in diesem Fall blödsinnig. Dann, dass es Schatten wirft oder nicht, das Objekt wohl bemerkt. Dass es überhaupt GI produziert, also Global Illumination, kann man an- und abschalten. Es kann also sein, dass irgendwelche super komplexen Teile im Hintergrund ihrer Szene für die Reflexion von Licht überhaupt keine Bedeutung haben in der Szene. Und dann könnten Sie das abschalten. Dann kann sich Cinema schon mal sparen, da die ganzen Bounces zu berechnen innerhalb von irgendeinem Gestrüpp oder irgendeinem filigranen Krimskrams im Hintergrund der Szene, was für die Bildwirkung später überhaupt keine Auswirkung hat. Das heißt, es lohnt sich also auch, von Fall zu Fall hier den Haken wegzunehmen. Dass man es in Spiegelung sehen kann und durch transparente Flächen, das kann man hier an- und ausschalten. Da habe ich jetzt aber gar nichts geändert. Wie gesagt, Surface Properties, das ist erstmal das Wichtigste. Und dann gibt es hier noch Miscellaneous Properties und da gibt es auch noch etwas, was ich gleich benutzen werde. Der Standardwert ist GI Quality Multiplier 1. Das heißt also an der Qualität der GI, GI-Renderings dieses Objekts ändert sich gegenüber den Einstellungen in den Render-Voreinstellungen, da habe ich sie ja global vorgenommen, nichts, ja, mit diesem Faktor. Also in diesem Fall habe ich das hier geändert. Ja? Ein bisschen hellere Abstrahlung und noch ein bisschen hellere Aufnahme. Bei den Stützen das Gleiche. Nee, da habe ich darauf verzichtet. Achso, ich bin jetzt auch im Metallbereich. Entschuldigung, ich war ja gerade noch in dem Granit-Plattformbereich. Jetzt bin ich im Metallbereich. Ich habe dann hier beschlossen, also die brauchen nicht besonders viel Helligkeit abzustrahlen, aber ich möchte gerne, dass sie heller werden, weil die nämlich auch ziemlich finster waren. Und deswegen habe ich hier die GI hochgedreht, also die Receive GI. Dann die Dachstruktur.
Das heißt, diese fetten Balken da oben, die man jetzt hier nicht so gut sieht, aber in dem im Bildmanager, ganz kurz, da, diese Primärstruktur sozusagen. Und das mache ich mal eben kleiner, dann kann ich es vielleicht daneben schweben haben. Wo ist es jetzt? Hier? Huch, es ist klein geworden. Ja, ich mache es mal so ein bisschen. So. Ja, also ich habe sozusagen hier diese Primärstruktur, da habe ich jetzt dafür gesorgt, dass die erstens sehr viel Helligkeit produzieren, weil ich brauche innerhalb dieses Gerippesystems viel mehr Licht als in meinem ersten Bild. Ja, das erste Bild kann man ja hier sehen. Da ist es ziemlich, ups, was habe ich jetzt gemacht? Na, jetzt aber. Da ist es ja ziemlich duster innerhalb dieser Struktur. Das wollte ich also auf jeden Fall aufhören. Deswegen war es mir wichtig, dass diese Primärelemente deutlich mehr GI produzieren. Also Faktor 10 hat funktioniert. Faktor 5. Und vor allen Dingen brauchen sie ganz viel Helligkeit, die sie empfangen. Ja, weil das Material ist sehr dunkel, schluckt sehr viel Licht und deswegen habe ich hier den GI-Faktor hochgedreht. So, das ist dann bei allen Stahlteilen mehr oder weniger ähnlich. Ich habe bei der Sekundärstruktur, also bei diesem kleineren, kleinteiligeren Gitter, habe ich das dann noch höher gedreht. Ich will sie jetzt nicht langweilen, weil das jetzt immer irgendwie das Gleiche ist. Übrigens kann man auch, ich habe jetzt hier zum Beispiel mehrere Stahlteile auf einmal. Ich kann jetzt mit gedrückter Command-Taste oder Steuerungstaste die alle auswählen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel bestimmte Sachen für alle Stahlteile gleich einstellen wollte, könnte ich das jetzt hier machen. Hier steht jetzt verschiedene Werte. Ja, das müsste da stehen, wenn es größer wäre. Und dann könnte ich jetzt sozusagen für alle Tags das gleiche einstellen. Das ist nur so ein Tipp, das hat mit V-Ray gar nichts zu tun. Das geht in Cinema ja auch. Und ja, so, die Glasflächen haben ein Glasmaterial. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Das natürlich einen Refraction Layer hat. Das ist ein Material, was ich überhaupt nicht verändert habe. Das habe ich einfach aus dem Internet V-Ray Materials und das habe ich benutzt und auf die Glasflächen hier an dem Treppengeländer draufgelegt. Die Glasflächen hier in der Fassade hatte ich mal gelöscht, die gibt es also gar nicht. Wir haben also im Grunde genommen hier gar keine Glasscheiben, sondern Löcher, aber dafür habe ich das benutzt. Ja, also das ist ganz wichtig, diese Render-Tags. Noch einmal, damit jetzt nicht alles drunter und drüber geht, ich regel sozusagen das individuelle Helligkeitsverhalten der Objekte damit. Ich habe also eine globale Einstellung für die Beleuchtung, ich habe eine globale Einstellung für die Filmempfindlichkeit und die Verschlusszeit und Blende der Kamera. Und dann habe ich für jedes Objekt, was irgendwie aus der Reihe tanzt, was die gute Belichtung angeht, habe ich einen Render-Tag, einen Compositing-Tag von V-Ray, was da die Helligkeitsaufnahme und die Helligkeitsabstrahlung individuell steuert. Das ist eigentlich, finde ich, eine ganz gute Struktur, weil man da sozusagen elementweise vorgehen kann. Ja, außerdem ist es ja auch so, dass man, wie gesagt, auch die... Achso, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Entschuldigung. Zum Beispiel bei der sekundären Dachstruktur wollte ich noch zeigen. Ich hatte da schon mal darauf hingewiesen. Bei den Miscellaneous Properties gibt es noch die Möglichkeit, den Qualitätsfaktor der GI, also der Berechnung der indirekten Belichtung, Beleuchtung, herabzuregeln. Den habe ich also von 1 auf 0,1 gestellt. Jetzt weiß ich nicht, ob das alles so richtig ist, wie ich das hier mache, aber ich schätze mal stark, dass es bedeutet, dass die Berechnung dann weniger genau ist für dieses Bauteil. Ja? Das heißt, ich kann also sagen, okay, da wird es schon nicht so schlimm sein, wenn die Berechnung nicht ganz so genau ist. Denn was soll da schon passieren? Sollen da schlimme Artefakte entstehen? Also probiere ich das einfach mal aus, dass also so ein hochpolygonzahliges Gebilde wie dieses Gerippe da eben nicht so qualitätsvoll berechnet wird wie andere Sachen. Ne? Also deswegen sind diese Compositing Tags eben aus meiner Sicht sehr sinnvoll, weil ich da für jedes Objekt gesondert festlegen kann, wie genau und wie renderzeitraubend sozusagen sich dieses Objekt beim Rendern verhält. Was ich noch nicht gefunden habe, ist, was beim Advanced Renderer geht, dass man Ambient Occlusion zum Beispiel abschalten kann für jedes einzelne Objekt. Das heißt, wenn ich also Sachen im Hintergrund habe und diese Eckenabdunkelung, Ambient Occlusion sozusagen für bestimmte Objekte gar nicht brauche, weil es einfach nicht mehr zu sehen ist, was übrigens auch hier oben eigentlich sehr gut wäre, denn da braucht man es eigentlich auch nicht, kann man dann abschalten über das Render-Tag oder Compositing-Tag. Das habe ich jetzt hier noch nicht gefunden, das gibt es bestimmt auch irgendwo, aber spontan gesehen habe ich es nicht. So, also mit all diesen Einstellungen komme ich dann auf eine Renderzeit von
27 Minuten. Wie gesagt, da habe ich parallel noch was in Quicktime gemacht. Also ich schätze mal stark, dass es sonst eher so 20, 21 Minuten gedauert hätte. 1024 mal 768 Pixel. Ich hatte ja schon am Ende vom ersten Video gesagt, ich habe noch null Ahnung, wie das jetzt mit den Feineinstellungen des GI-Renderers, was es damit auf sich hat, ob man das noch weiter optimieren kann, ganz bestimmt sogar. Also das ist jetzt jedenfalls ein erster Stand. Ja? Und ich bin also jetzt erstmal schon mal ganz glücklich, dass es doch ganz hübsch aussieht. Also die Holzflächen sind sehr hübsch, auch wenn sie etwas sehr stark spiegeln, dafür, dass das Ding schon ein bisschen älter ist. Die Materialoberfläche des Daches wirkt tatsächlich etwas rustikal, ist ein bisschen sehr fleckig, aber warum nicht? Der Onyx, der eigentlich auf diesen Lüftungsschächten ist, sieht ein bisschen anders aus. Und naja, also, aber trotzdem finde ich das schon mal ganz gut. Ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich Ihnen da erklärt habe. Das ist mir immer wichtig, dass man die Grundzüge versteht. Also was heißt eigentlich Materialkanal? Was macht der dann? Was bedeutet GI denn in Wirklichkeit für jedes einzelne Objekt? Und wie sieht das dann in der Szene aus? Und welche Prioritäten setzt man bei der Korrektur des Ganzen, damit es am Ende ein gutes Bild wird? Also welche Parameter verändert man und welche lässt man? Also das ist, finde ich, immer sehr wichtig. Und vielleicht gibt es auch noch andere Systeme, das jetzt zu machen, als wie ich das jetzt hier gezeigt habe. Aber ich finde das eigentlich ein ganz gutes System. Jetzt bin ich mal gespannt, was mir als nächstes auffällt und einfällt und welches Video ich dann dazu machen werde. Jetzt ist erstmal hiermit Schluss.